Grüß Gott. Wer etwas über ein Leben nach dem Tod erfahren will, muss sich auch mit medialen Mitteilungen befassen. Dieses Prinzip der Botschaften durch medial begabte Menschen ist seit Urzeiten in allen Weltreligionen bekannt. Heute wird diese Art der Verbindung mit der Jenseitswelt aber kaum mehr verstanden. Doch genau hier liegt ein wichtiger Weg, um mehr und verlässlichere Informationen über die jenseitige Welt zu bekommen. Bevor wir weiter auf dieses Thema eingehen, ist es sinnvoll, sich zuerst einige grundsätzliche Gedanken über die jenseitige Welt zu machen. Hinweise auf ein Jenseits gibt es viele. Einerseits gibt es zahllose Nachtodkontakte, bei denen Menschen spontan Verstorbene wahrnehmen, die dann vielleicht auch noch eine kurze Nachricht übermitteln. Besonders eindrücklich sind auch die vielen Nahtoderfahrungen. Die Betroffenen berichten danach oft von einer jenseitigen Welt. Sie treffen da auf Geistwesen, erkennen manchmal verstorbene Verwandte. Es wird von farbenfrohen Landschaften, von Wiesen, Blumen, Tieren und Häusern berichtet. Dabei eröffnete sich ihnen eine neue Welt von ungeahnten Dimensionen. Diese Einblicke hatten sie aber nur dann, als sie sich außerhalb ihres irdischen Körpers befanden. Daraus folgt, dass diese Jenseitswelt von einer feinstofflichen Art ist, die wir mit unseren menschlichen Sinnen nicht wahrnehmen können. Ganz offensichtlich sind wir aber Bürger zweier Welten und unsere Seele, unser Geist, hat den Zugang zu der feinstofflichen Welt. Die eindrücklichen Gemeinsamkeiten der jenseitigen Welt mit der irdischen Umgebung lässt auch die Vermutung zu, dass da ein Schöpfungsprinzip wirkt, das in beiden Welten gültig ist. Das Jenseits und die materielle Welt sollten daher auch nicht als getrennte Bereiche gesehen werden. Viel plausibler scheint, dass die Kräfte aus der jenseitigen Welt das Leben hier überhaupt erst möglich machen. Sicher ist das Jenseits auch nicht in seiner Größe begrenzt. Die riesige Dimension dieses Systems zeigt sich auf, wenn es uns bewusst wird, dass alle 7,5 Milliarden Menschen nach ihrem Tode im Jenseits ihre Begrüßung, ihre Betreuung und ihren Wohnort finden dürfen, ebenso wie es auch den Nahtoderfahrungen zu entnehmen ist. So ist es eigentlich erstaunlich, dass der Gedanke an eine jenseitige Welt von den meisten völlig ausgeblendet wird, obwohl ein jeder einmal persönlich davon betroffen sein wird. Der Grund ist wohl der, dass viele mit ihrem ganzen Denken und Fühlen zu sehr im Materiellen verhaftet sind. Gedanken an ein Jenseits haben da keinen Platz mehr. Doch wie bereits erwähnt, es besteht die Möglichkeit, dass Menschen schon in ihrem irdischen Leben etwas von der jenseitigen Welt erfahren oder erleben dürfen. Dies gilt im Besonderen für medial begabte Menschen, die jenseitige Wesen hören oder sehen können und manchmal von da auch Mitteilungen bekommen. Wie glaubwürdig sind nun aber mediale Mitteilungen? In unserer Welt wissen wir aus Erfahrung, dass nicht alles wahr ist, was gesagt oder geschrieben wird. Man muss sich immer bemühen, zu verlässlichen Informationsquellen zu kommen. In gleichem Maße müssen darum auch mediale Botschaften auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft werden. Schon in der Bibel heißt es, schenkt nicht einem jeden Geist Glauben, sondern prüft die Geister. Mediale Fähigkeiten gibt es bei Menschen seit jeher in verschiedenen Abstufungen. Es gibt Personen, die Geistwissen hören und sich Botschaften als Schreibmedien diktieren lassen. Manche sind in der Lage, Geistwissen zu spüren oder zu sehen. Die stärkste Form von Medialität ist die Tieftrance, in der ein Geistwesen direkt durch einen Menschen sprechen kann. Ein Beispiel einer außergewöhnlich großen Medialitätsbegabung war Frau Beatrice Brunner. Sie war im letzten Jahrhundert das bedeutendste Tieftrance-Medium im deutschsprachigen Raum. In den 35 Jahren ihrer öffentlichen medialen Tätigkeit wirkten durch sie verschiedene jenseitige Lehrer und vermittelten ein umfassendes Wissen über die Grundfragen unseres Daseins und der christlichen Lehre. Beatrice Brunner wurde 1910 in der Schweiz im Kanton Schwyz geboren und absolvierte in ihrer Jugend eine Ausbildung als Damenschneiderin. Sie wurde Mutter zweier Kinder und führte in der schwierigen Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg in Zürich
ein eigenes Nähatelier mit 2 Mitarbeiterinnen. Ihr Ehemann Arthur Brunner war an jenseitigen Fragen interessiert und veröffentlichte 1944 sein Buch »Die Toten leben«. Seine Forschungsarbeit brachte ihn dann mit spirituell interessierten Menschen zusammen, die sich ab 1945 regelmäßig in einer kleinen Gruppe trafen, um mit der Jenseitswelt in Kontakt zu treten. Ihr Fokus lag auf der Suche nach Wissen über das Leben nach dem Tode und nach neuen Erkenntnissen im christlichen Glauben. In diesem Rahmen zeigte und entwickelte sich bei Beatrice Brunner die besondere Begabung für das mediale Volltrance-Sprechen. Ab 1948 gab dann Frau Brunner regelmäßig öffentlich gehaltene Tieftrance-Vorträge. Für die Organisation dieser Veranstaltungen und der Dokumentation der Inhalte gründete man dafür einen Verein mit dem Namen Geistige Loge. Der Name Loge sollte symbolisieren, dass man von einem Logenplatz aus eine bessere Übersicht über das Geschehen und somit über jenseitige geistige Dinge hat. Durch das Medium meldete sich dann vor allem ein Geistwesen, das sich Josef nannte. Später kamen dann auch noch weitere Geistwesen zu Wort. Eine deutsche Fernsehanstalt, der Süddeutsche Rundfunk, machte Ende der 60er Jahre Aufnahmen von einer medialen Veranstaltung mit Beatrice Brunner. Wochenende in Zürich, Münchhaltenstraße 9. Menschen aller Altersgruppen und aus allen Ständen kommen hier regelmäßig zusammen, um Kundgebungen aus dem Jenseits, aus unerforschten Sphären zu empfangen. Es klingt fantastisch, aber seit 20 Jahren schon werden solche spiritistischen Sitzungen hier praktiziert. Die Kundgebungen, so sagen sie, kommen vom Geist eines vor 40 Jahren verstorbenen Engländers. Er nenne sich Josef und habe die Aufgabe, den Menschen unserer Tage das Wissen vom Fortleben nach dem Tode näher zu bringen. Die Protokolle dieser Jenseitsbotschaften werden gedruckt und gehen Woche für Woche an einige tausend Abonnenten und Freunde dieser Gemeinschaft, die zum großen Teil in Deutschland leben. Solch eine Kontaktaufnahme mit dem Jenseits wollten wir einmal miterleben. Wir mussten lange mit dem Vorstand dieser geistigen Loge verhandeln, denn Fernsehen, so etwas hatte es hier noch nie gegeben. Aber schließlich sagte man uns, hätte sich auch die hohe Geisterwelt persönlich und wohlwollend eingeschaltet und erstmalig keine Einwände mehr gegen Kamera und Mikrofon geäußert. Die Mittlerin zwischen der Überwelt, aus der sich der verstorbene Engländer meldet, und der Erde ist ein Medium. Es wird hier von ihrem Mann, der zugleich Verleger und Publizist dieser Gemeinschaft ist, abgeholt. Frau Beatrice Brunner, 57 Jahre alt, gelernte Damenschneiderin, heute Hausfrau und Mutter. Ihre Anhänger sagen, sie sei das bedeutendste Tieftrance-Medium des Kontinents. Während Geist Josef aus ihr spricht, sei ihr eigenes Ich vollkommen ausgeschaltet. Die Anwesenden erwarten jetzt jeden Augenblick eine Durchsage ihres Geistfreundes aus dem Jenseits. Das Bach-Konzert klingt aus, wir erhalten ein Handzeichen, jemand flüstert uns zu. Josef tritt jetzt in den Körper des Mediums. Meine Lieben, ich begrüße euch im Namen dessen, ihr euch versammelt habt. Es wäre zu wünschen, die Wissenschaft würde sich auch über das Jenseitsproblem beschäftigen, so wie sie es mit anderen Dingen tut. Es würde viel zum Bewundern geben, aber es würde auch Enttäuschung geben. Enttäuschung für jene, die sich vom Althergebrachten nicht lösen können und die nun plötzlich einsehen müssten, dass vieles so anders ist, als man sie gelehrt hat. Die fortschrittliche Menschheit und ganz besonders die Jugend wünscht einen anderen Glauben. Sie wünscht einen lebendigen Glauben. Sie wünscht, auch mit dem Verstande glauben zu können. Und mit dem Verstande kann zu einem größten Teil dieser Gottesglaube auch aufgenommen werden. Frau Beatrice, wie fühlen Sie sich nach dieser Tieftrance-Durchsage?
Sehr gut. Wie lange empfangen Sie schon mediale Durchsagen? Seit 20 Jahren. Melden sich bei Ihnen auch Geistwesen in fremden Sprachen? Nein. Herr Professor Hinz, wie ist das eigentlich möglich? Der Geist Josef war doch ein Engländer. Warum meldet er sich nicht in seiner Muttersprache? Können Sie uns das näher erklären? Offenbar hat Geist Josef seine Sendung im deutschen Sprachgebiet, und zwar im Besonderen in Zürich, weil hier zwei Voraussetzungen für seine Tätigkeit im besonderen Maße gegeben sind. Und zum einen ein ganz außergewöhnliches Medium und zum anderen eine Gruppe von Freunden, die die Grundlage einer solchen Gemeinschaft bilden konnten. Danke. Beatrice Brunner wirkte während 35 Jahren bis zu ihrem Tod im Jahre 1983 als Tieftrostmedium. Während dieser Zeit konnte sie etwa 2400 Vorträge übermitteln. Gemessen an der Dauer, dem Umfang und der Kontinuität ist die Mittlertätigkeit von Beatrice Brunner außergewöhnlich und einmalig. Ihre Durchgaben wurden zuerst stenografisch erfasst, dann entsprechend der verfügbaren Technik auf Tonbänder aufgenommen und Ende der 70er Jahre in Videoaufnahmen festgehalten. Publiziert wurden diese Übermittlungen ab 1948 jeweils in der Zeitschrift Geistige Welt und sie werden heute in Themenheften dieser Zeitschrift und in Büchern neu aufgelegt. Nun, was ist der Inhalt von diesen Durchgaben? Es geht zentral um die Grundfragen unseres Daseins. Woher kommen wir? Was ist die Ursache und der Sinn des Erdenlebens? Warum gibt es auf dieser Welt so viel Unrecht und Leid? Was geschieht mit uns, wenn wir sterben? Durch Beatrice Brunner sprachen auch zahlreiche Verstorbene, die detailliert darüber berichteten, wie sie den Übertritt in die geistige Welt erlebten und wie sich ihr Weiterleben im Jenseits gestaltet. Die Erklärungen zeigen auch auf, dass kein Mensch in seinem Leben allein gelassen ist. Einem jeden ist ein göttlicher Beistand zur Seite gegeben, der ihn beschützen, führen und zum Guten inspirieren will. Der größte Teil der durch Beatrice Brunner vermittelten Vorträge sind auch auf Ton- und Videoband aufgezeichnet. Der Verein, heute unter dem Namen GL Zürich, führt regelmäßig Veranstaltungen durch, wo diese gehört und gesehen werden können. Mediale Mitteilungen eröffnen uns da Einblicke in Welten, die uns bis anhin verborgen geblieben sind. Es bleibt aber Aufgabe eines jeden, das alles mit seinem eigenen Verstand gut zu prüfen. Jeder hat ja auch selbst die Verantwortung für sich und für das, was er glaubt. Einfach ist die Suche nach neuen Erkenntnissen noch nie gewesen. Aber lohnenswert ist es auf jeden Fall. Heißt es doch in der Bibel, die Wahrheit wird auch frei machen. Vielleicht ist das ein Maßstab, an dem man seine eigenen Erkenntnisse messen kann. In diesem Sinne hat die Jenseitsforschung das Potenzial, die Welt eine Spur besser zu machen, indem es suchenden Menschen den Horizont weit über die materiellen Dinge hinaus erweitert, weil wir dann wissen, dass das Leben hier nur eine Zwischenstation ist auf einem weiten Weg, der uns noch bevorsteht.